Juhu ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Heute kümmern wir uns um das Dach vom Hasenstall. So, und dafür haben wir in der letzten Folge noch ein bisschen Erde geschlagen, damit ich da hier so ein bisschen besser raufkomme. 1, 2, weil wir müssen, genau, um das Stroh so richtig gut hinzulegen. Oh shit, egal, dann muss ich halt von hier aus machen. So. Genau, wollten wir das so machen. Ja. Oh, das ist aber jetzt schwierig. Das bedeutet ja, dass ich das wirklich jedes Mal mit Erde irgendwie machen muss. Kann es sein? Nur weil ich möchte, dass das Stroh so liegt und nicht so liegt. Ja, aber da muss es halt sein, weil so würde ja keiner Stroh aufs Dach legen, weil das ist ja hier oben die Cut-Fläche, die Schnittfläche. Also wenn, dann nimmt man hier die lange Fläche von den Halmen, ne? Na gut, okay, ich kann es nicht ändern. Es wird also etwas dauern, weil wir dann ständig irgendwelche Erdpinüppel hier zur Hilfe nehmen müssen. So, ich werde auch kein besonderes Dach irgendwie machen. Haben wir ja da vorne auch nicht gemacht. Ansonsten kann man ja total schöne so Spitzdächer machen, die zum Beispiel nicht einfach so klück, klück im rechten Winkel quasi gehen, sondern die dann so leicht gebogen, so sehr spitz nach oben gehen und dann auch wieder genauso runterkommen. Sieht super schön aus. Habe ich in einem meiner, In meinen Let's Builds habe ich sowas verwendet, genau. Okay. Ja, dann also hier der nächste Pinüppel, der hier auf diese Art und Weise hingelegt wird. Mhm. Ich komme jetzt noch nicht rauf, ne? Nee. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier echt, zack, den nochmal draufpacken, damit wir den da draufpacken können. Okay. Ich kann es nicht ändern. Oh, aber was ich mir ganz gut vorstellen kann, ist, dass wir hier unten drunter eine Konstruktion aus Holz machen. So aus so gekippten Treppenstufen, die dann quasi das Stroh halten. Das ist zwar dann irgendwie doppelt gemoppelt, aber das ist ja egal. Es soll einfach nur cool aussehen. Ich will halt ein Strohdach haben, verdorie. Mehr nicht. Boah. Wenn wir es so runterziehen, sieht ja nicht schlecht aus. Wobei man da fast wieder überlegen könnte, ob man nicht einen Pavillon macht. Okay, nee, aber sieht doch ganz süß aus. Sieht doch ganz niedlich aus. Wie gesagt, blöd ist nur, dass man dann halt jeweils so viel Erde verbraucht. Ja, okay. Aber wie wir sehen, geht das eigentlich ganz gut hier. So, schupp, da haben wir die Erde runtergeboxt. Ja, und dann kommt ja hier schon der letzte drauf. Ist doch cool. Badam. Soll nur noch an die Erde rankommen. Vielleicht fällt alles runter. Super. Alles fällt runter. Sogar hier. Ach, schön. Ach, das ist doch niedlich. Ich kann ja dann vielleicht den Hasenstall sogar auch noch benutzen als, oh Gott, ich sehe schon kommen. Gleich werde ich hier wahrscheinlich mein Pferd unterstellen, oder? Weil ich das Ding so niedlich finde. Und denke, oh je, so viele Hasen in so einem kleinen Stall. Dann kommt hier wahrscheinlich mein Pferd rein. Oh oh. Naja, gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Moment, wie mache ich denn das jetzt? Oh, glaube ich, habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, es sieht besser aus, wenn ich das dann hinterher so ziehe, oder? Oh ja, es sieht viel besser aus. Ach, damn. Ja, dann muss ich es doch so machen. Dann muss natürlich doch so am Ende das so rausgucken. Hm, macht aber mehr Sinn, würde ich sagen. Von oben sieht auch gut aus. Kann kein Wasser so richtig eindringen. Okay, machen wir es so. Dann machen wir es so. Dann kann ich auch einfach von hinten aus so rüberziehen. Ups, der war falsch. So, und ist nicht wahr, ne? Ich habe jetzt schon keinen Stroh mehr. Ich habe jetzt schon keinen Stroh mehr? What the fuck?
Scheiße. Da sagen wir doch mal ganz einfach frisch und frei von der Leber weg. Scheiße. So viel Strohverbrauch. Ach du Schande, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Oh Mann. Ja, wir können natürlich auch noch einmal zu unseren Dörflern gehen. Durch den Nähter. Und können bei denen noch ein bisschen Stroh abgreifen. Das Problem ist, bei denen ist wahrscheinlich gar nicht mal so viel Stroh gewachsen, weil ich da ja meistens, wenn ich vorbeigehe, ein bisschen was mitnehme. Das ist schlecht. Das ist richtig mies. Ja, okay. Das bedeutet aber, wir müssen hier in der Nähe bleiben, damit unser Weizenfels hier wächst. Mann, wie doof. Na gut. Das wird noch einige Male so sein, dass wir dann... Bin ich etwa voll? Na klar. Einige Male sein, dass wir hier über unser Feld drüber toben müssen, ne? Naja, gut. Ich kann es nicht ändern. So, aber ich werde jetzt doch einfach gleich mit einer Möhre die ganzen Viecher hier rüber lotsen dann. So. Ach, ein bisschen haben wir noch. Wir haben ja noch ein ganz klein bisschen gehabt. Oh, und sogar noch ein bisschen mehr. Ach, wie schön. Ach, wie cool. Das ist ja mega. Dann können wir ja doch hier noch ein bisschen was. So. Der kommt auch weg. Mein Glowstone brauche ich jetzt gerade auch nicht. Ich habe ja noch genug Fackeln bei. Dann können wir jetzt doch noch ein bisschen was an dem Dach bauen. Ne? Und ihr habt dann irgendwie so eine kleine Stelle, wo ihr euch unterstellen könnt, hm? Wenn mir das gut gefällt, dann werde ich einfach mehrere von diesen Dingern hier bauen. So. Ja, aber das ist halt hier doof, ne? Dass man so viel Stroh braucht für einen blöden Strohballen. Großartig. Ja, das wird leider nicht mehr ein ganzer. Hey, Hasi, gefällt dir jetzt schon mein Stall? Soll ich das mal hier drin vielleicht erleuchten? Dann bist du vielleicht der erste Hase in meinem Stall, hm? Wie wär's? Guck mal, wir können... Aha, okay, nee, das sieht doof aus. So, wir können das vielleicht hier dran machen. Na, egal. Ach so, ja doch, vielleicht rechts und links hier. So ist okay. Okay. Und dann machen wir hier noch irgendwie ein bisschen Beleuchtung rein. Da haben wir jetzt natürlich nichts. Da müssen wir dran setzen. Genau. Haben wir das da rechts und links davon? Na gut. Wobei es geht natürlich auch einfach in die Ecken, ne? Also, bevor wir hier so viel Brimborum veranstalten, wegen der kleinen Fackeln hier. Tja, und ist schon wieder fast zu Ende, Mensch, Maja. So, den können wir hier noch... Okay. Dann brauchen wir noch 1, 2. Genau, ich habe das nicht überlappend gemacht. Zwei Stück brauchen wir da noch für die Enden. Das heißt, wir können noch einen hier so dran setzen. Okay. Ich hoffe mal... Boah, ich muss mir das hier ausleuchten. Das geht ja gar nicht. Was ist das hier dunkel? Hier so außenrum wenigstens. Das Schöne an der Dunkelheit ist die Unwissenheit. Okay. Hier sind bestimmt überhaupt gar keine bösen Viecher, die gerade auf mich lauern. Nein, hier sind überall nur freundliche Häschen. So. Na, sieht das Ganze doch schon wieder ein wenig weniger gefährlich aus. Trotzdem schlafen wir mal die Nacht weg. Also diese komische Tür hier, die hält ja überhaupt nichts ab. Ich bin mir sicher, irgendwelche blöden... wieso konnte ich jetzt hier nicht schlafen? Doch. Irgendwelche blöden Monster draußen können wahrscheinlich hier durch diese Tür schießen. Ich müsste hier halt einen richtigen Glasblock reinsetzen, ne? Okay. Hier ist auch nichts, oder? Doch, doch, da brennt jemand. Da brennt jemand. Aber er ist jetzt verbrannt. Na gut. Und er hat mir dann... Nee, der ist überhaupt nicht verbrannt. Der hat sich in den Schatten gestellt. Aber er hat genug gebrannt, um sofort kaputt zu gehen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So. Dann machen wir die beiden hier noch dran. Zack und zack.
Hier vorne bei den beiden, der einen, den haben wir schon ordentlich gemacht. Dann machen wir den hier auch noch ordentlich. So, sehr schön. Und wo ist das Häschen hin? Hallo, Hasi. Wo ist er hin? Oh, da haben wir noch eine Spinne. Die machen wir auch mal schnell weg. Du erschreckst mir sonst in der Nacht. Oh, oh, oh. Ups. Gleich mal eben hier so eine Nieterwarte abgeerntet. Drei sogar. Zupp, die kann da wieder hin. Oh ja, ich glaube, wenn da hier noch so eine Konstruktion aus Holz drunter ist, sieht das bestimmt super süß aus. Super süß. Super süß sieht das dann aus. Den nehmen wir auch weg. Plupp. Du musst da auch noch richtig hin. Okay, ja, wunderbar. So, unter diesen Überhang... ist nicht wirklich überall. Trotzdem kommen die Hasen jetzt schon mal in den Stall, würde ich sagen. Wir haben doch bestimmt ein paar Mörschen dabei. Haben wir. Okay, ich mache das mal so. Ich locke sie alle erstmal an. Da hinten die beiden, die bewachen hier wieder. Ach, sind sogar schon zu dritt. Ja, Leute, kommt hier rüber. Alle hier rüber zu mir, obwohl noch welche drin sind. Wenn ja, die holen wir auch noch ab. Da haben wir noch zwei. Wow, ich wusste gar nicht, dass es jetzt schon so viele Hasen sind. Naja, die vermehren sich halt wie die Karnickel, ne? Okay, schön alle mitkommen. Kommt schön. Ich habe immer... Oh, Creeper! Creeper sind nicht cool. Oho, sollen mir nur manchmal meine Häschen jetzt sprengen. Boah, da wäre ich traurig. Ah, puh. Glück gehabt. Seid ihr noch alle da? Habt ihr keine Angst gehabt? Ist ja unglaublich. Guck mal, da vorne ist noch ein Hase. Den nehmen wir auch mit. Auch da vorne sind noch viel mehr Hasen. Nee, so einen großen Umweg, den nehme ich jetzt nicht. Ne? Ihr werdet auch schon Spaß miteinander haben. Was wir bisher noch gar nicht haben, ist, wir haben braune Häschen, wir haben schwarze Häschen und wir haben schwarz-weiße Häschen. Ich habe noch keine Albino-Häschen jetzt hier gesehen, ne? Also gesehen habe ich sie bestimmt schon mal, aber wir haben sie hier nicht bei uns. So, okay. Und gleich die Probe aufs Exempel. Ich werde mal hier zumachen, packe ich mal die Möhre weg, gehe wieder raus. Und jetzt stelle ich mich nach draußen mit der Möhre in der Hand und mal gucken, ob die jetzt hier über den Stein hüpfen. Hallo! Nein, ihr hüpft nicht über den Stein. Ihr interessiert euch nicht mal für die Möhre. Ah, oh, wie geil. Doch, doch. Oh, sie haben es gescheckt. Oh, wie süß. Die Hasenöhrchen, das ist auch ein geiles Bild, oder? Ich mach mal ein Screenshot. Mach mal hier so eine kleine... Do? Ach, schade. Ich dachte... Was tun die da? Was machen die da? Er hier vorne, er hüpft hier auch im Quadrat. Und die da hinten, die... Ich würde sagen, die sind einfach nur froh, dass sie jetzt ein schönes Gehege haben. Sehr geil. Okay. Super cool. Super cool. Okay, ihr Lieben. Ich schau mal nach dem Weizen. Oh, naja, wächst ganz gut, würde ich sagen. Könnte besser sein, aber ich mag jetzt auch nicht so viel Zeugs hier verschwenden. Knochenmehl oder so. Das muss ja nicht sein. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir vielleicht einfach schon mal das Grundgerüst fürs nächste Gehege. Ich brauche auf jeden Fall erstmal wieder eine Schaufel. So, und jetzt rennt ihr... Hallo? Wo hast du dich denn versteckt? Ja, kommst du wohl mit? Ach, du bist mein schwarzes Häschen bestimmt, oder? Ach, weißt du was, du darfst hier drin wohnen. Wobei, nein, das ist ja Tierquälerei. Komm, komm zu deinen Brüdern und Schwestern. Komm mit. Muss dich wohl schubsen. Hallo? Komm mit. Komm. Komm hier. Komm. Ich hab ne Möhre. Jetzt komm schon her, du doofer Hase. Ach, endlich gescheckt, Mann. Du hast ja eine lange Leitung. Gott sei Dank kommst du nach draußen. Ach, da ist auch einer. Ja, komm mal mit hier. Er schafft es nicht. Er kommt nicht durch die Tür. Jetzt komm schon. Ab hier durch die Tür. Oh nein, ich hab einen dummen Hasen. Das Problem ist, bei der fröhlichen Musik wirkt es auch noch alles irgendwie so slapstick-mäßig. Jetzt komm schon! Ich werde...
für dich jetzt hier freimachen. Oh, Lex. Oh, und was für Lex? Nein, ich hab... Ach, Gott sei Dank. Ich hab gedacht, ich hab ihm wehgetan. Eieieiei, komm schon raus jetzt hier. Genau, so und hier auch entlang. Na super, das kriegst du wieder hin, ja? Okay, und es geht jetzt hier entlang. Ja, sehr schön, sehr schön. Guck mal, hier ist der Hasenstall. Prima, prima, prima. Und hier müsst ihr auch nur noch reinkommen, ihr beiden. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Ach so, sieht aber ganz, ganz fein aus, oder? Also, das sieht aus wie eine Zoohandlung. Wenn die in so riesengroßen Glasgehegen sitzen, momentan. Weil es halt noch kein Dach hat. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit hier zusammen, ja? Treibt es nicht zu bunt. Nicht, dass wir hinterher voll die Überpopulation haben. Nein, ihr kriegt jetzt keine Möhren. Ihr braucht mich gar nicht so anzugucken. Ich bin nämlich auch kein Fan von Hasenbraten. Es schmeckt mir irgendwie doch ein bisschen zu sehr nach Wildfleisch. So. Die Hühner können wir mal von ihren Eiern befreien und dann... Genau. Machen wir uns die Schaufel so wie ja geplant. Prima. Ich habe aber jetzt nur Stein. Naja, egal. So. Eine reicht erstmal. Das war jetzt da draußen gar nicht mehr so doll viel. Ach, sieht echt cool aus. Es sieht cool aus da in der Küche. Voll gut. Wobei ich fast glaube, dass es jetzt gerade auch ein bisschen am Texturenpaket liegt. Dass es vielleicht mit einem anderen Texturenpaket jetzt gar nicht so cool ausgesehen hätte, weil ich war, wie gesagt, ein bisschen skeptisch, ob mir das wirklich gefallen wird. Aber es ist cool. Es ist sogar mega cool. Wir waren ja schon fast wieder verhungert. Was mir immer noch übrigens auch abgeht, neben einer Mine, ist Dschungel. Ich liebe ja Dschungelbiome und es ist so traurig, dass die so selten geworden sind. So. Ich mag nämlich Dschungeltempel. So ein Dschungeltempel als Startpunkt, der ist schon cool. Achso, ich könnte ja mal nochmal was zu dem Server, den ich gemietet habe, erzählen. Also da habe ich jetzt noch gar nichts irgendwie großartig gemacht. Ich hab den einfach nur erstellt. Ich habe, da momentan ist diese Standard-Map drauf, die da erstellt wurde. Ich habe halt auch noch nicht versucht, hier unsere Map da drauf zu packen. Ich muss mich mal etwas genauer damit beschäftigen, wie das zum Beispiel geht. Dass man vielleicht auch mehrere Welten da drauf installieren kann, parallel. Das heißt, man braucht wahrscheinlich irgendwie Bucket. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht damit aus. Ich muss mich da erstmal total einlesen. Deswegen kann es auch durchaus noch etwas länger dauern, bis wir da mit unserer Map hin umziehen. Aber ich, wie gesagt, wollte die Möglichkeit haben, auch mit anderen Leuten mal zusammenzuspielen auf unserer Map oder vielleicht mal eine Adventure-Map gemeinsam zu spielen. Und zwar ohne, dass man da irgendwie dann mit irgendwelchen Programmen arbeitet, die im Großen und Ganzen dann ja doch vielleicht eher in die Schiene illegal gehen. So. Tja, da steht jetzt nur diese Spitze vorne. Ich würde ja gerne mehr machen, aber es ist immer noch nicht genug hier gewachsen. Wie weit muss man sich eigentlich, oder wie weit darf man sich von sowas entfernen, damit es hier noch wächst? Also quasi, wie weit weg muss man fürs Idlen sein oder wie weit weg darf man fürs Idlen sein, so? Also ich meine, naja, gut. Okay, der Tag neigt sich auch schon wieder dem Ende hier in Minecraft und ich denke mal, auch unsere Folge neigt sich mal wieder dem Ende, deswegen schrubbel ich hier noch hier eben ab, was hier frisch gewachsen ist. Außer natürlich dem Weizen, den lassen wir noch stehen. Und, ach so, habe ich nicht auch angefangen, hier schon was abzuschrubbeln? Ja, noch ist ein kleines bisschen Tageslicht da. Dann schrubbeln wir mal weiter hier. Schub, schub. Okay. Jetzt wird's doch sehr duster. Und Licht aus.
Oh, und zeitgleich geht die Musik aus. Wie schön. Na, dann legen wir uns mal ins Bett und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Minecraft. Macht's gut, ihr Lieben.